Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Road to Camelot Unchained. Ich bin die Snob und ich habe für euch wieder ein interessantes Thema rausgesucht, nämlich die Hintergrundgeschichte von Camelot Unchained. Bevor wir aber damit beginnen, gibt's die News und ein fettes Dankeschön an die Zuschauer. Ich habe mich sehr über euer Feedback gefreut, aber meine Freunde, da geht noch mehr, sei es positiv oder negativ, haut es raus! Im Kickstarter-Update Nummer 60 zeigt uns Tim Mills, wie man in Zukunft seine UI mit HTML und CSS anpassen kann, auch individuell auf sich selbst zuschneiden kann. Viel spannender finde ich allerdings... Stopp! Schaut euch mal an, wie dieses Model da steht mit der gezogenen Waffe. Das sieht aus wie Good Old Dog. Außerdem gab es noch eine frühes Konzeptart der neuen Katzi-Rasse, Cave Sid, die natürlich spielbar ist. Interessant daran wird, glaube ich, vor allem sein, wie sie es grafisch umsetzen, mit Fail-Animation etc. Also ich persönlich bin ja eher der Typ, lieber ein bisschen weniger grafisch, dafür läuft die Engine stabil und man hat im RVR keine großen Ruckler und man muss am Ende nicht nochmal seine Umhänge ausziehen. So wie das damals in Dark Age war, ich erinnere mich düster. Jedenfalls, Katzenfans haben jetzt eine neue Rasse. Bilder kann ich euch aus rechtlichen Gründen dafür leider nicht zeigen, aber ich packe euch den Link mit dem Kickstarter-Update in die Beschreibung und da könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Das waren die News und jetzt steigen wir direkt gleich im thematischen Teil ein. Ihr seht hier im Hintergrund den zweiten Ankündigungstrailer von Camelot Unchained. Und es geht um die Hintergrundgeschichte von Camelot Unchained. Es geht from behind the veil, stand da gerade. Es geht um den Nebel, um den Schleier, der diese Welt beeinflusst hat, so dass sie dazu wurde, zu was sie wurde. Der Schleier wurde durchstoßen, durchbrochen, er war gepierst und dadurch ist was in der Welt passiert. Ich weiß auch nicht jetzt genau, wie man sich diesen Schleier vorstellen kann. Es ist für mich persönlich noch nicht so klar. Vielleicht so ein bisschen Nebel von Avalon mäßig, wo der Schleier quasi oder der Nebel so eine Art Zugang zur Anderswelt ist. Ihr kennt ja noch aus Dark die Anderweltbegleiter. Also die Anderwelt war so ein keltisches Mysterium, die neben der normalen unseren Welt existiert hat. Man kennt es auch als einen heiligen Ort zwischen den Welten der Götter und der Sterblichen bezeichnen. Es ist allerdings halt wie gesagt Mythologie und ich bin mir auch noch nicht so sicher, wie es gemeint ist. Definitiv durch diesen Bruch in dem Schleier oder in dem Nebel begannen Stürme. Warum haben so eine Stürme angefangen? Na, der Schleier ist so eine Art lebendiges Instrument. Also der war einfach sauer, dass er durchbohrt wurde, ja. Und diese Stürme, die dann begonnen haben, die waren, man kann es vielleicht irgendwie mit saurem Regen bezeichnen, die haben alles verändert, was sie berührt haben. Und das sieht man jetzt auch hier in diesem Videoabschnitt ziemlich gut, wie diese Stürme, also das ist ein Konzeptart, das ich gefunden habe, diese Stürme prasseln halt auf die Leute runter, die versuchen sich noch mit ihrem Schild zu schützen, aber da ist eigentlich schon alles zu spät, die verändern sich einfach. Da bei dem einen wulstet irgendwie der Arm so komisch, also alles, was so goldglänzend, mutiert da irgendwie raus. Manche sterben auch, wenn sie diesem Sturm komplett ausgesetzt sind. Also es sieht schon ganz schön heftig aus. Auf jeden Fall sind diese Stürme in diese Welt eingedrungen und haben alles verändert. Durch dieses Loch in dem Nebel. Wichtig ist, glaube ich, noch hinzuzufügen, dass bei manchen auch die Gedanken verändert wurden. Also sie mutierten und wurden einfach zu hässlichen Kreaturen, die dann die Welt bevölkert haben. Und wie das halt so ist, wenn die Welt in Trümmern liegt, ja, dann braucht es natürlich Helden, die irgendwie alles wieder regeln. Und da dann kamen Abgesandte und die waren Wesen, die eigentlich auf der anderen Seite des Schleiers oder des Nebels gelebt haben und die haben versucht, die Welt wieder zu stabilisieren und sie wieder in den Einklang zu bringen. Und gleichzeitig haben sie versucht, das, was an Menschlichkeit übrig geblieben war, wieder zurückzuholen, wieder in Erinnerung zu rufen und eine neue Art der Moral zu etablieren. Ich glaube, man kann diese Wesen als Götter dieses Universums bezeichnen, denn sie haben die Macht, eine Welt zu stabilisieren und ihnen wieder die Moral zurückzugeben und ohne sie, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, wäre dieses Universum wahrscheinlich verloren gewesen.
Wie das halt so ist bei Göttern, man kennt es ja aus der griechischen Mythologie, die kommen auf die Erde und dann müssen sie wieder gehen. Auch diese Götter oder Wesen mussten die Welt wieder verlassen, denn sie lebten hinterhalb des Schleiers. Und dieser Schleier ist ja angebohrt, ja, da ist ja ein Loch drinnen. Und solange dieses Loch vorhanden ist, verliert ihre Welt an Energie. Aber damit eben diese Welt, die ihnen vielleicht auch ein bisschen ans Herz gewachsen ist, eben nicht gleich wieder vor die Hunde geht, wenn sie weg sind und wenn sie den Schleier geschlossen haben, haben sie einen Test entworfen. Und dieser Test ist so der Klassiker, den man aus der Artus-Sage kennt, das Schwert im Stein. In diesem Fall aber drei Schwerter mit verschiedenen Kräften in einem Amboss. Ich glaube, ihr wisst schon, drei Reiche, drei Schwerter. Ich glaube, wir finden schon einen Zusammenhang, ganz düster. Drei Brüder haben diese Schwerter aus dem Amboss gezogen. Diese drei Brüder werden im letzten Trailer dann nochmal namentlich benannt. Und nein, nicht Abraham Lincoln, vielen Dank. Ein Bruder wollte also so sein wie König Artus. Einer wurde zu einem Wikinger und der letzte war mehr der Natur zugetan. So, ein Grüner, sagen wir jetzt mal, von den Tuatha De Danann. Und alle drei hatten eben ganz viel Macht und arbeiteten dann zusammen, die Welt neu zu erschaffen. Aber, wie das halt so ist, irgendwann mal bekommt man Streit, weil man unterschiedliche Auffassungen davon hat, wie es weitergehen soll. Ist ja auch in Firmen so oder in, weiß ich nicht, Vereinen etc. Die Wikinger wollten die große Herausforderung. Die wollten Brandschatzen und ohne Rücksicht auf Verluste durchs Land preschen, um ihr Gebiet zu erweitern. Die Tuatha De Danann, die wollten eher so den Bezug zur Natur herstellen und mit Magie das Leben wieder neu erschaffen, eher weniger technologisch. Und alle um König Arthur herum wollten eher eine reglementierte Gesellschaft. Und dann kommt es natürlich zum Riesenkrieg. Und ich glaube, da ist dann der Punkt in der Geschichte, wo wir mit einsteigen dürfen, denn wir müssen eben unser Land verteidigen. Und es wird, wenn mich nicht alles täuscht, auch so sein wie in Dark Age. Man hat sein Kernland, das nicht angegriffen wird, aber man hat dann eben die Grenzgebiete, die dann heftigst umkämpft werden sollen. Ja, und schon langsam kommen wir jetzt auch zum Schluss von dem ersten Teil der Hintergrundgeschichte, denn das ist noch lange nicht alles, was es an Informationen über Camelot Unchained gibt. Es gab zum Beispiel auch Beschwerden, dass keine Frauen in dieser Geschichte vorkommen. Und Marc Jacobs meinte daraufhin, keine Panik, das ist nur der erste Teil der Story und es werden auch Frauen eine große Rolle spielen. Also Ladies, keine Sorge, es wird kein male-dominated Game werden, meinte er. Okay, ich bin gespannt. Also mein persönliches Fazit erstmal ist, diese Hintergrundgeschichte ist sehr liebevoll erzählt. Da hat man sich Mühe gemacht, auch keine Brüche irgendwie in der Geschichte drin zu haben. Vielleicht habe ich jetzt mit Brüchen erzählt. Das müsst ihr mir dann aber in die Kommentare schreiben. Das kann natürlich gut sein. Aber für mich persönlich wäre es auch noch wichtig, dass man das, was man jetzt aus der Story kennt, auch im Spiel wiederfindet. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Dark-Beispiel, Stonehenge. Gibt es in England, gab es in den Salisbury Plains. Es wäre also super, das dann auch im Spiel wiederzufinden. Oder so wie in Warhammer einen Wälzer des Wissens zu haben, wo eben nicht nur die Quests drinsteht, die man gemacht hat, oder irgendwelche Erfolge, die man erreicht hat, oder Titel, die man sich unter den Namen pappen kann, sondern eben auch, was noch an Lore, an Hintergrundgeschichte vorhanden ist. Für die, die es interessieren, die können sich's durchlesen, und die, die kloppen wollen, die können es lassen. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich von euch. Ich habe noch kein Thema für die nächste Folge. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen mit dem RVR-Dungeon The Depths beschäftigt, aber falls ihr eine Idee habt oder falls ihr irgendwas wissen wollt, vielleicht lieber über die Rassen und Klassen oder irgendwelche anderen Geschichten. Wie gesagt, ich bin Kickstarter-Founder, ich bin im Founders-Forum, ich lese da auch immer ganz viel mit und schaue, was man da schon an neuen Informationen rausziehen kann. Also lasst mir einen Kommentar da, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, teilt es mit euren Daok-Freunden, der Aufruf steht noch. Wir brauchen euch alle. Macht's gut. Tschüss.